Palmkätzchen, Märzenbecher und Tulpen sind in unseren Gärten oft die ersten Frühlingsboten. Die blühenden Obstbäume sind immer eine Augenweide. Und das ist was Besonderes, eine Kletterrose, die einen ganzen Baum bewächst. Dieser Star ist wohl auf der Suche nach einem Nistplatz. Ein japanischer Kirschbaum. In Japan gibt es zu Ehren der Kirschblüte Feiertage. Manche Gärten verdienen eher den Namen Park. Der Blauweiderich ist ein Magnet für die verschiedensten Schmetterlingsarten. Vor allem jene Blumen mit offenen Blüten locken eine Vielzahl von Insekten an, weil sie dort besser zum Nektar kommen. Manche Ostermittinger sind mit ihrem Gemüsegarten im Sommer Selbstversorger. Beeren und sogar der Mohn wächst bei uns. Ein Taubenschwänzchen, das ist ein Nachtfalter, der wie ein kleiner Vogel fliegt. In unserem Garten gibt es auch wilde Ecken, die den Eidechsen und dem Igel Unterschlupf bieten. Thank you.
eine wahre Blumenpracht, die sogar einen Bienenschwarm angelockt hat. Das ist ein richtiger Steingarten. Solche Plätze sind auch wichtig, weil sie vor allem den Wildbienen Unterschlupf bieten. Die Teiche sind wunderschön anzuschauen, ziehen aber auch viele Libellen an. Immer wenn die Hortensien und der Hibiskus blühen, dann ist Sommer. Vor allem der Sommerflieder ist ein wahrer Schmetterlingsmagnet. Und unsere Katze Genie.